Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Dutt und Dat. An dieser Stelle nochmal alles Gute für das neue Jahr 2023. Neues Jahr, ein neues Versorg. Vielleicht war das Dutt mal gebäde. Irgendwann muss das immer klappen. Die Wirtschaftsexperten, die sind sich da aber nun noch nicht ganz einig. Die einen sagt so, die anderen so. Fell hat auch da mit Todown, ob sich das nur so oder so entwickelt. Nu hebt die Metrologen secht, dat war die Wirtschaftsexperten da mockt, dat könnt wei erlangen. Laut uns doch mal tuschen, vielleicht war denn allens bäde. Nu sind die Wirtschaftsexperten beleidigt. Die Metrologen schön mal eismal kicken, dat man sich ob die Wettervorhersage verlotten kann. So, und ich hef mir nu dacht, wenn die beiden sich nicht einig sind, dat mag ich eben selbst, dat würfel ich mir eben dür, also die Prognosen. Also los, www, hä? Ach so, Wirtschaft weltweit. Und? Aha. Finanzen, WWF, also weltweit Finanzen. Oder was wollen wir machen? Ja, tau. Ukraine-Krieg, Putin. Corona, ja, schon noch durch. Gesundheit, ist auch ganz wichtig. Urlaub, ja, wird die meisten schon auch. Arbeit, wenn wir die mal nicht haben, ne? Rente. So, zusammenzählen, Quersumme, das als mal 2023, oha, über 1000. Mal kicken, was das bedeutet. Dann habe ich mir gedacht, ich muss bei 68 arbeiten, Rente kriege ich aber als absömtig, egal was ich mag, ob dann Wirtschaftssektor und ob dann Finanzmarkt, wird sich das wohl nicht gut wirken. Putin kriegt Corona. Irgend so ein Dr. Zelensky verpasst ihm die verkehrte Sprit. Der Ukraine-Krieg ist vorbei. Die Russen feuern den Urlaub. Ich bin erstaunt. Bloß ein paar Mal Würfel. Röwe über den großen Dieg. Also nach Amerika. Fünftein Wahlgang habt sie brugt und nu ist Kevin McCarthy Vorsitzender von US-Kongress. Wegen Donald Trump habt die Republikaner sich dort tämlich in den Plünnen und sich eigentlich tüchtig blamiert. Normalerweise müsste Justiz auch gegen Trump ermitteln. So viel habt sie eigentlich gegen ihm in der Hand. Aber so wie ich das einschätze, wird sich das verloben. Trumps Frau, Melania, ist nur in den Druck gekommen, warum sie ihren Kerl nicht opfordert hätte, wie dann Sturm, ob das Kapitol dann ganzen Mob trüchtoroben. Und sie hat gesagt, sie ha an dann Dach von dann ganzen Oblob überhaupt nichts mitkrägen. Sei wohl damit beschäftigt, einen großen Teppich in Wittenhus zu fotografieren. Dann ganzen Dach. Alles klar? Oder nicht? Bevor wir nun zum Sport kommen, ist nur aber Helmut an der Reich. Helmut hat ganz andere Sorgen. Helmut, geht los! Moin! Ja, hier ist wieder Helmut. Wir habt hier in uns Gegend einen Bettenmalesch mit der Deutschen Bahn. Die wird hier so eine Schnellbahntrasse bauen, also parallel zur Autobahn, Stegenwies, also direkt an die Dörbe. Und da habe ich nur nach Berlin schreiben und das möchte ich auch mal verlesen. Pass mal auf. Mein liebe Frau, mein liebe Herr, Deutsche Bahn, Börbest Etage, Potsdamer Platz, Berlin. Ich bin Helmut, Udo Lümberger Hai. Das geht um die Schnellbahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover.
und um den ganzen Age, dann wer doch nur mit hebt. So wie ich das weit, ist für pur Jahr beschlossen worden, die bestehenden Gleisanlagen utzubauen und von ein extra Gleis after sein. Ich hab schon gedacht, afmockt ist afmockt. Deshalb glöf ich, dass dort bei Jau eine in Berlin den verkehrten Ort nicht hofforten krägen hätt. Kick doch noch mal nach, das kann schon nicht angehen. Wegen selben betnägen Minuten Schnelle zwischen Hamburg und Berlin so einen Obwand betrieben. Und wie die Anwohner, die von dieser Neubaustrecke betroffen sind, da ist die Obregung groß. Stegenwies liegt den Nerven blank. Das habe ich bestimmt auch gar mitkriegen. Mein größte Sorge, das sind aber die Streckenlöbes, ob diese Schnellbahntrass. Fattes, die wollen Streckenlöbe und von daher kenne ich mich doch gut mit ut. Wie schütt die denn klar kommen, wenn sie alle 5 Minuten von den Gleisen hüben möt und wenn zwischen Hamburg und Hannover nicht mal eine Gelegenheit besteht, um ihn zu kehren und wetschü, wie lang das dauert, als Streckenlöbe von Hamburg bett nach Hannover. Also, dort denkt man noch mal über nach. Tschüss, Helmut. Was löst du? Kann man das so schreiben? Dann schicke ich das nämlich einfach ab und dann würden wir kicken, was passiert. Na, Helmut, den schickt dein Kram man los. Weib liegt an Ball. Ball, das ist auch das nächste Stichwort, ne, für das nächste Kapitel. Die Ball, die rollt dir nur bald wette. Endlich würde ich singen. Na, dann gab's ein Schlamassel in Katar. Wobei hier mein FC Bayern München auch allwette in Katar ist. Also von wegen Vorbereitung ob die Rückrunde. Ist eigentlich kaum zu glauben, wa? Vielleicht wurde doch bloß ein günstiges Angebot. Vielleicht hebt aber auch die Scheichs doch irgendwo die Finger mit ins Spiel. Katar ist auch Premium-Partner bei den FC Bayern München. Das gefällt mir also auch nicht so, aber was soll ich da machen? HSV und St. Pauli, die sind beide in Spanien, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Auch nicht gerade um die Eck, aber die meisten Bundesliga-Clubs, die sind in Spanien. Bloß Hertha BSC nicht. Nee, die sind in Florida. Also kein Geld, aber nach Florida. Also auf alle Fälle bin ich sehr gespannt, ob die Rückrunde. Also Geld persönlich heft ich noch, aber keine Tiet mehr. Das wollten du auch werde mit Plattkanal und dat blieb gesund, blieb auch dran an Journal Versetz für 2023. Denn war dat vielleicht noch wat? Ich laut werde von mir hören, ich bin Jürgen Müller.